Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch zum Wochenendwetter. Eine Trogwetterlage wird uns am Wochenende beschäftigen. Wir sehen das hier in der Karte, dass sich dieses Tief ausbreitet von Nordeuropa Richtung Deutschland. Damit steht uns eben insgesamt recht unbeständiges Wetter mit Regen, Schauern und auch einzelnen Gewittern bevor. Wir schauen uns das für den Samstag an. Da werden sich schon dichte Wolken mit zeitweiligem Regen ausbreiten. Vom Westen Richtung Landesmitte und in den Süden, vor allem so Richtung Alpen, regnet es längere Zeit. Ansonsten erfolgt dann im Tagesverlauf im Westen ein Übergang zu Schauerwetter. Teilweise sind auch mal kräftige Regengüsse und einzelne kurze Gewitter dabei. Nach Osten sieht das anders aus. Hier liegt man noch vorderseitig dieses Tiefs, dieses Troges. Hier ist auch noch insgesamt etwas wärmere Luftwetter bestimmt. Hier wird es weitgehend trocken bleiben und hier können die Höchstwerte auch durchaus mal über 20 Grad erreichen. Vor allem eben so Richtung Brandenburg, Richtung Lausitz. Da sind auch durchaus mal 22 Grad drin. Wir schauen uns das mal an dann für den Sonntag. Da sieht es im Großen und Ganzen ähnlich aus, dass wir im Einflussbereich dieses Tiefs liegen und es gibt dann eben vor allem in einem Streifen nach Nachmittag so besonders vom Norden über die Mitte bis in den Süden auch kräftige Regengüsse und einzelne Gewitter, die sich einlagern werden. Insgesamt wird es so nach Westen hin etwas stabiler werden. Hier sind die Schauer insgesamt seltener. Häufiger wird es nach Westen hin trocken bleiben und wiederum auch nach Osten hin kaum Regenschauer, kaum Regen. Hier wird es auch überwiegend trocken bleiben. Einzelne Regentropfen sind mal möglich, aber hier wird ja der Regen dringend benötigt und hier wird am Wochenende auch wiederum am wenigsten runterkommen. Also im Osten doch häufig trocken und hier wird es auch insgesamt am Sonntag wieder am mildesten werden. Zu den Höchstwerten noch, die ich hier eingetragen habe. Wir sehen meistens, wie auch schon am Samstag, unter 20 Grad und das sind natürlich die Höchstwerte, die mal kurz erreicht werden Richtung Nachmittag, vor allem wo es regnet, wo ein Schauer runterkommt, da bleibt es deutlich kälter, also in so einem Schauer durchaus eben mal nur so 11, 12, 13 Grad, also es wird insgesamt wahrscheinlich den meisten dann doch schon recht frisch vorkommen am Wochenende, was wir aber ja aus den letzten Tagen auch teilweise schon gewohnt sind. Wir blicken noch kurz auf einen Trend für nächste Woche, ich habe mal Köln herausgesucht für den 14-Tage-Trend hier. Es könnte insgesamt stabileres Wetter kommen, wieder unter Hochdruck. Insgesamt aber recht durchschnittliches, normales Wetter für September, was uns wahrscheinlich auch in der kommenden Woche erwarten wird. Den Trend für euren Ort, hier einfach oben stelle ich den Link rein, Ort eingeben, dann könnt ihr den 14-Tage-Trend schauen, wird mittags jeweils auch aktualisiert. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, bis zum nächsten Video und ciao.